Hallo, liebe YouTube-Welt, grüßt euch, meine Twitch-Freunde. Vereint in Sturmwind ist also seit 3 Tagen draußen. Eine Shitshow sondergleichen. Wir reden drüber. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Eigentlich wollte ich heute ein Deck-Vorstellungsvideo machen, hatte ich mir erst so gedacht, aber ich bin gerade einfach nicht in Stimmung. Ich muss mir das jetzt mal von der Seele reden, was ich hier von der neuen Erweiterung halte und wie ich das sehe. Und ja, ich habe mich wirklich riesig gefreut auf diese Erweiterung. Es waren viele coole Karten dabei. Aber es ist wie so oft im Leben, hinten raus wird es dann nicht so schön. Ich glaube, ich lag super falsch. Wenn ich meine Kartenbesprechung bedenke, lag ich so falsch bei den Quests. Nicht in der Stärke. Ich meine, mir war klar, dass die Quests super stark sind. Dass wenn du die Magier-Quest spielst, dass wenn du die Warlock-Quest spielst, dass du das Game dann gewinnst. Das war mir hundertprozentig klar. Aber in einer, was für einer absoluten Geschwindigkeit diese Quests erfüllt werden, das war mir nicht klar. Ich war so bei, auch die Magier-Quest, 9 Spells spielen, Frost, Feuer, Arkan. Turn 10, Turn 11, Turn 12, das ist doch viel zu langsam und dann musst du die Quest noch spielen. Ja, das waren so meine Gedanken, die ich zu sowas hatte und lag damit natürlich absolut falsch, wie wir das jetzt wissen. Es gab noch niemals eine so uninteraktive Meta. Ich meine, wer auf Twitter unterwegs ist und so, der hat mittlerweile oft genug das Wort Solitär gehört. Habe ich noch nie gespielt. Insofern kann ich das nicht wirklich beurteilen. Es ist halt wirklich Wahnsinn. Jedes Deck, fast jedes Deck, auf das du triffst, spielt mit sich selber, fummelt an seiner eigenen Quest rum, bis die fertig ist. Und wenn die dann fertig ist, weißt du, okay, ich habe jetzt noch 1, 2 Turns, dann bin ich tot, einen Turn, dann kommt die Questbelohnung, zweiten Turn geht's los und dann bin ich weg. Ich habe hier mal uninteraktiv 1 bis 6 zusammengestellt und dann habe ich hinterher noch toll aggressiv 1 bis 3 zusammengestellt. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel den Warlock, ein wunderschönes Deck, welches die Quest mal eben Turn 5 oder 6 erfüllt. Und dann unendlich viele Karten zieht mit einem Auctioneer. Und ja, und wenn du dann noch den wunderschönen Seelenschilder hast, für jede Karte, die er zieht, ballert er dir Damage rein. Ja, wunderschöne Turn 5, 6, 7 Lethals. Immer wieder möglich. Dann haben wir hier uninteraktiv 2. Unser lieber Spellmage. Ja, plus 3 Spelldamage, Feuerbälle für 10. Ja, unendliches Value, niemals fatigen. Nicht, dass das großartig interessant wäre. Ignite für 5, 6, 7, 8 Schaden. Card Draw, 0 Mana, 1 Mana, 4, 5, 6 Karten ziehen. Alles kein Problem. Da kommt Freude auf. Turn 5 bis 7 ist man durchaus öfter mal tot. Ich meine, er sagt eher so Turn 6, 7, ne? 5 klappt doch selten, aber. Dann haben wir den Schurken. Ein ganz tolles Deck. Ja, nicht mal Quest, das ist gar kein Quest-Deck. Der Geralt Schurke, wie heißt die Karte auf Deutsch? Adrosseln, der Adrosseln-Schurke. Ja, spielt den Auctioneer Turn 6 oder 7 und dann ist man Turn 6 oder 7 tot und das war jedes Mal. Ich habe nicht einmal gegen einen Schurken gespielt, der es nicht geschafft hat, Turn 6 oder 7 den Auctioneer zu spielen und mich damit zu töten. Also entweder er tötet mich oder ich überlebe halt ganz knapp und dann habe ich einen Turn. Also wenn du gegen diesen Schurken gewinnen willst, musst du ihn Turn 6 oder 7 töten. Ansonsten ist das Game auf jeden Fall vorbei. Es klappt immer, es klappt nicht nur immer, theoretisch hat dieser Schurke High-Roll-Potenzial, dass du sogar Turn 4 oder Turn 5 sogar schon gewinnen kannst. Dann ist es ein sehr großer High-Roll, aber selbst das funktioniert. Ganz tolles Deck, wirklich, macht richtig viel Spaß. Dann haben wir uninteraktiv 4, das begleitet uns schon ewig. Das ist der OTK Demon Hunter mit Ilginos, jetzt noch mit der Quest. Also man kann ihn mit der Quest spielen, der wird ohne Quest gespielt, dieses Deck gibt es schon ewig. Aber mit der Quest ist es, glaube ich, tatsächlich noch ein Tacken stärker. Also auch dieses Deck kennen wir mittlerweile zu Genüge, auch ein ganz riesiger Favorit meinerseits. Dieses Deck habe ich gestern gespielt. Und ich habe Spaß damit gehabt. Ich sage ja, ich habe Spaß damit gehabt. Ich komme auch gleich nochmal dazu. Aber trotzdem, auch dieses Deck läuft darauf hinaus. Du erfüllst die Quest. Ja, du hast die teuerste Karte, Leute. Die teuerste Karte, 4 Mana. Das heißt, du erfüllst die Quest Turn 6 oder 7. Und sobald die Quest fertig ist, musst du halt in 1, 2 Turns gewinnen. Das ist also im Endeffekt ist es dasselbe Prinzip wie Spellmage, wie Quest Warlock. Quest erfüllen, so schnell wie es geht, spielen und dann gewinnen. Das macht auch Spaß. Durchaus. Aber es ist dasselbe Prinzip und es ist ein bisschen aktiver, interaktiver, würde ich sagen, weil du ein paar Diener im Deck hast als Warlock oder Magier. Aber im Endeffekt läuft es auf dasselbe hinaus. Und dann habe ich noch, auch wenn gerade gar nicht so mega viel gespielt, ich meine, das ist Hunter, beim Hunter stört es einen vielleicht nicht ganz so, Quest Hunter.
Okay, dieses Deck hat gar keine Quest. Ich dachte, ich bin gerade, oder bin ich gerade doof? Okay, dieses Deck. Doch, hier ist er. Okay, da ist die Quest. Ja, Quest Hunter läuft auch auf selbe hinaus. Er macht die Quest fertig und danach kriegst du dann irgendwie 10, 15, 20 Damage ins Gesicht, die Turns. Der Hunter war immer schon aggro, der Hunter war immer schon aggressiv. Insofern stört es mich hier ein bisschen weniger. Aber mit der Quest macht er das halt ohne Diener, sondern von der Hand weg. Also auch dasselbe Prinzip. Ihr seht also, ich habe hier alleine 6 Decks rausgesucht. Ich denke, es gibt vielleicht noch ein, zwei, wenn man genau gucken würde. Die einfach nur an ihrer eigenen Quest rumfummeln, versuchen die fertig zu bekommen, so schnell wie es geht, auf Teufel komm raus, dann wird die gespielt und dann tötet man den Gegner halt Turn 6, Turn 7, keine Board-Interaktion. Du wirst zum Teil gepunished. Du wirst gepunished, wenn du Diener spielst. Ja, wenn ich ein langsames Deck spiele und ich spiele gegen einen Magier, dann überlege ich mir, spiele ich jetzt einen Diener, weil dann kann er den einfrieren und wenn er ihn einfriert, dann erfüllt er die Quest und dann sterbe ich. Also zum Teil ist es, oder gegen Warlocks, wenn du gegen Warlocks einen Diener spielst, kann er den Diener töten. Mit zum Beispiel dem instabilen Schattenschlag und dann bekommt er Schaden. Das heißt, er erfüllt die Quest. Das heißt, es gibt sogar Situationen, wo du keinen Diener spielen möchtest, wo du gepunished wirst, weil sie dann ihre Quest schneller fertig bekommen. Und all diese Decks bekommen die Quest zwischen Turn 5 und 7 fertig und töten dich zwischen Turn 6 und 8. Oder sogar zum Teil halt noch schneller, wenn sie highrollen. Und es ist halt nicht ein Deck, es ist halt nicht der eine OTK-Demon Hunter. Also erstmal war OTK-Demon Hunter selten Turn 6 oder 7. Auch da war es eher so Turn 8, 9. Und es war halt dieses eine Deck. Es gab ein Combo-Deck für Combo-Liebhaber und das hatte ich Turn 8, 9 getötet eventuell. Und es gab auch ein paar Sachen, die es punishen konnten. Mutanus gab es zum Beispiel hinterher oder es gab Vol'jin. Also man konnte zumindest auch noch versuchen, da ein bisschen was gegen zu machen, gegen dieses eine Deck. Aber wenn es 6 Decks gibt, die auch alle unterschiedlich funktionieren, die dich alle Turn 5 bis 7 töten, was willst du denn machen? Genau, du hast eine einzige Möglichkeit. Und das ist jetzt Part Nummer 2. Ich spiele halt aggressiv. Ja, ich habe hier diesen Handbuff-Paladin. Teuerste Karte ist 6 Mana. Ich spiele aggressiv, ich spiele die Kult-Neophytin. Ich hau einen Diener aufs Board, buffe die, mache Druck und gewinne halt. Hier ist nicht eine lustige Karte drin, hier ist nicht eine spaßige Karte drin. Maximal Turn 6 und am Ende gewinnst du da halt dann. Du versuchst 2, 3 Diener aufs Feld zu bekommen. Dann spielst du die Windzorn-Tante, ballerst dem Gegner 20 Schaden ins Gesicht. Ja, sowas kann man machen, damit kann man gewinnen. Dann habe ich hier so einen Druiden rausgesucht. Druide, teuerste Karte, Turn 5, 5 Mana. Ja, irgend so eine müllige 1-2-Mana-Karten, irgend so ein aggressiver Bullshit. Dann habe ich Zetalot hat gestern Schattenpriest gespielt. Guckt euch diesen Schattenpriester an. Teuerste Karte, 5 Mana. Also Benediktus. Was hat das mit dem Schattenpriest zu tun? Ich meine, hier ist gedeiht in den Schatten, der Splitter ist drin. Ansonsten irgendein 1-2-Mana-Müll. Er spielt sogar Elfenbogenschützin. Also, das sieht aus wie Arena. Es werden einfach irgendwelche Arena-Decks gespielt, wo halt die teuerste Karte 5 Mana ist. Du klatscht halt Diener aufs Feld und versuchst so aggressiv wie möglich. Damit kannst du irgendwie dagegen gewinnen. Also das soll die Meta sein. Decks, die an sich selber rumfummeln, dich Turn 5 bis 7 OTK'en. Oder Decks, die 1 bis 5 Mana spielen. Die eine oder andere Karte, die irgendwie Mana-Kosten erhöht. Und dann halt dem Gegner ins Gesicht hauen. Wie dumm. Ich meine, in diesen ganzen Decks kostete irgendeine Karte 7 oder 8 Mana. Ich bin mir gerade nicht sicher. 5, 6. Ja. 6. 4. 4. Das ist doch nicht euer Ernst. Du könntest diesen 7-Plus-Button. Hier. Den 7-Plus-Button, den könntest du entfernen. Du brauchst ihn nicht. Du brauchst diesen 7-Plus-Button nicht. Du kannst ihn rausnehmen, er ist unnötig geworden in Hearthstone. Alles, was 7 Plus kostet und eine einzige Sache macht, die bringt es nicht. Du kannst AOEs entfernen, die billigen, okay, so 1, 2 Mana AOEs, die kann man noch spielen. Hin und wieder kommt ja mal ein Diener. Aber diese teuren AOEs für 5, 6, 7, 8 Mana brauchst du nicht, raus damit. Macht keinen Sinn, es wird eh kein Diener gespielt. Du kannst es nicht erlauben, für 8 Mana irgendwas zu spielen. Einigermaßen lustige Karten. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal den Käsehändler, den ich besprochen hatte, wo ich gesagt hatte, das ist keine T1-Karte, natürlich nicht, aber man kann sie vielleicht mal spielen, weil sie lustig ist. Nein, kannst du nicht. Die Zeit der lustigen Karten ist vorbei. Es gibt keine lustige Karte. Wenn du auch nur eine einzige Karte spielst, bei der du anfängst zu schmunzeln, dann hast du das Game verloren. Ja? Natürlich ist die Karte nicht super, aber früher hätte man die spielen können. Früher hättest du hast 25 gute Karten im Deck oder 26 und du spielst 2, 3 lustige Karten. Kannst du machen. Dann bist du vielleicht nicht Top 10 Legend, aber du bist halt 2.000, 3.000 Legend und hast ein bisschen Spaß. Ja? Aber das kannst du vergessen. Oder irgendwie sowas wie, keine Ahnung, so eine Meme-Karte wie Preston. Natürlich soll die nicht gut sein. Aber Turn 6 bist du halt tot. Diese Karte fängt an rumzumemen, Turn 6.
die anderen Decks fangen an, dich zu töten, Turn 6. Also hier memst du rum, bei den anderen Decks bist du tot. Warum dann? Es ist halt einfach traurig. Ja? Ich meine, ich bin Control-Spieler. Für mich ist es halt am traurigsten von allem, weil Control ist komplett tot. Control ist von der Bild. Es war immer schon, es wurde immer toter. Ja, seitdem Hagata weg ist und seitdem Dr. Boom weg ist, also diese Heldenkarten, seitdem die weg sind, wurde es immer weniger. Control wurde immer weniger, immer weniger, immer weniger. Mit Brachland gab es noch Priester. Man konnte Control Worry spielen, war zwar nicht toll, aber hat auch nicht super viel Spaß gemacht. Aber es wurde immer weniger. Jetzt ist Control komplett vernichtet. Es ist zerstört, demolished, es gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch Combo-Decks, die dich Turn 5 bis 7 töten und aggressive Decks, die irgendeinen Müll aufs Board werfen, um dagegen zu gewinnen. Und das ist einfach nur traurig. Ich meine, es gibt Leute, die mögen diese Meta. Ich verstehe es zwar nicht, aber klar, irgendwelche Super-Pros, die versuchen einfach nur zu gewinnen, die aus Siegen ihren Spaß ziehen und die versuchen, alles zu optimieren, die mögen Spaß daran haben. Aber ich sehe mich auf der Seite der Casuals. Ich spiele zwar vielleicht 6 bis 8 Stunden Hearthstone am Tag, aber ich spiele es, um auch mal lustige Karten zu spielen. Ich spiele es, um auch mal lustige Sachen, um verrückte Sachen passieren zu lassen. Verrückte Momente durch irgendwelche RNG-Karten. Einfach ein bisschen Spaß haben mit dem Chat. Deswegen spiele ich Hearthstone. Das geht nicht. Dieses Hearthstone ist zerstört. Wir haben nur noch das uninteraktive, ich spiele an mir selber rum und versuche alles aufs Exakte zu optimieren, Hearthstone. Ob ich dann den Gegner halt Turn 6 oder Turn 7 töte, darauf kommt es dann halt an. Das ist Hearthstone. Töte ich Turn 6 oder töte ich Turn 7? Das macht dann Sieg und Niederlage aus und das finden vielleicht Profis toll, aber das kann es doch nicht sein. Und jetzt mal ganz ehrlich, selbst die Profis oder selbst die, denen das hier Spaß macht, wenn es keine Profis sind. Wie gesagt, ich hatte gestern Spaß. Ich hatte gestern Spaß hiermit. Ja? Klar, es ist cool, wenn du doppelte Spells hast. Es ist cool, wenn du mit geladener Ruf drei Deathwings rufst für 6 Mana. Oder du rufst 4 Deathwings für 6 Mana Turn 7 oder 8. Das ist cool, das fühlt sich geil an. Aber das fühlt sich halt 10-mal geil an oder es fühlt sich 15-mal geil an. Aber irgendwann ist der Drops auch gelutscht. Oder wenn ich Questmagier spiele, wenn ich dem Gegner 10 Damage Feuerbälle ins Gesicht schleudere. Ja, das fühlt sich vielleicht cool an, das macht Spaß, die Quest zu erfüllen. Aber beim 30., 40., 50. Mal, wo ich immer das Gleiche mache, wo ich immer das Gleiche abziehe, und das ist das Problem. Du ziehst bei den Quests immer das Gleiche ab. Du arbeitest die Quest ab, du machst immer das exakt selbe, versuchst es so schnell wie möglich zu machen und dann passiert dasselbe. Du hast die Quest fertig, du schleuderst den Feuerball ins Gesicht. Du hast die Quest fertig, du schleuderst den Blitzschläger ins Gesicht. Du hast die Quest fertig, du versuchst zu vertiegen. Es ist immer der absolut selbe Ablauf. Es passiert immer das Gleiche. Und es ist nichts irgendwie an Interaktivität oder halt an Spaß zwischendurch. Und wie gesagt, das kann die ersten Male Spaß machen. Es macht die ersten Male Spaß, Spells doppelt zu spielen. Es macht die ersten Male Spaß, Feuerbälle ins Gesicht zu schleudern. Es macht die ersten Male Spaß mit dem Hunter. Das ist lustig am Anfang. Aber wie gesagt, das 30., 50., 100. Mal, wo immer das Gleiche passiert, ich denke, dann ist der Spaß auch irgendwann vorbei. Also, ich finde die Meta jetzt schon komplett kaputt. Ich finde Hearthstone jetzt schon komplett kaputt. Aber auch die jetzt eventuell die Meta jetzt noch gut finden, ich denke, auch da wird irgendwann vielleicht mal der Punkt kommen, wo man da hinkommen muss, okay, jetzt ist es vielleicht auch mal gut, dass wir die ganze Zeit Turn 5 bis 7 an uns selber rumäumeln und es einfach nichts an Board-Interaktivität gibt und einige, und wie gesagt, AOEs völlig hinfällig, teure Karten völlig hinfällig, alles völlig hinfällig. Es durfte Combo-Decks geben, es hat immer Combo-Decks gegeben, ich habe es immer schon gehasst, aber mir ist klar, dass das Teil von Hearthstone ist, mir ist klar, dass Aggro Teil von Hearthstone ist, das ist alles richtig, es muss auch so sein. Aber dass es nur noch so eine uninteraktive Scheiße gibt und irgendwelchen Agro-Müll, den man da hinwerfen kann, das ist traurig. Das ist Hearthstone am Tiefpunkt. Und das Problem ist, wie fixst du es? Vor einem Jahr war der Demon Hunter völlig OP. Also der Demon Hunter war völlig OP. Okay, du nerfst den Demon Hunter. Okay, der Magier hat ein Problem. Der Magier hat ein doofes Deck. Oder es gibt ein Magier-Kombo-Deck, was richtig scheiße ist. Okay, kann man Magier fixen. Oder sagen wir mal, es wäre jetzt nur der Schurke. Es wäre jetzt dieses Schurkendeck, dieses komische Goblin-Auktionier-Schurkendeck. Ja, dann nimmt man halt irgendwie ein, zwei Karten von diesem Deck und dann passt es vielleicht. Aber wenn über die Hälfte der Quests broken sind, ja, und wenn es neben den Quests dann auch noch Nicht-Quests-Deck gibt, die broken sind, also wenn du jetzt von diesen 6 Decks, die ich jetzt hier genannt habe, zum Beispiel, wenn du davon nur 3 nerfst oder veränderst, ja, was passiert dann mit den anderen 3? Dann gehen die ab. Also diese Meta zu fixen, dass sie für mich erträglich ist oder für Leute, die so denken wie ich, erträglich ist, halte ich für unfassbar schwierig. Du musst irgendwie
einen kompletten Shutdown machen. Ich meine, die Priester-Quest ist okay, die Worry-Quest ist okay, die Schurken-Quest könnte okay sein, aber ganz ehrlich, die Schurken-Quest kann man schwer beurteilen, weil die ist jetzt schon stark. Und es gibt halt diese ganzen anderen OTK. Der Schurke OTK dich halt nicht so. Also die Schurkenquest könnte sogar auch zu stark sein, aber die fällt nicht so auf. Aber mal abgesehen vom Priester Worry würde ich keine andere Quest sehen, die vielleicht. Selbst der Druide ist super stark, auch die Druidenquest ist sofort fertig und ist viel stärker als gedacht. Ich denke, Druide wäre wahrscheinlich okay, könnte man wahrscheinlich so lassen, weil Druide kannst du kontern. Der Druide ist nur so gut wegen Warlocks und wegen Magiern, weil er die halt so ein bisschen wegmacht, weil er so viel Rüstung bekommt. Ich denke, deswegen ist der Druide nicht unbedingt das Problem. Aber irgendwie 5 bis 7 Quests müsste man überarbeiten. Und das machen sie das? Sehen sie das ein? Ich bin wirklich enttäuscht, traurig, dass das so ist. Ich streame es täglich, es ist quasi mein Job. Ich mache es fulltime. Insofern, ich versuche es auch. Ich versuche das, den Spaß. Ich versuche ein Deck zu finden, was ich einigermaßen spielen kann. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen wollen. Ich bin da auch überfragt. Das ist auch nicht mein Job. Ich musste mir das jetzt mal von der Seele reden. Wie seht ihr das? Habt ihr total viel Spaß? Glaubt ihr, dass ihr lange Spaß habt mit dieser Meta? Habt ihr auch keinen Spaß? Wie kann man es fixen? Ich gehe jetzt Pokémon spielen. Bis bald hier wieder oder auf Twitch. Hallo, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und bis dann, Freunde.